Bedürfnissen gelöst haben, das weiß Alexander Lechner. 200 Mal ohne Pause die immer gleiche Piste hinunterschießen, jeweils eine Minute. In durchschnittlich 10 Sekunden zur Gondel laufen, dort 4 Minuten 40 verschnaufen und trinken und das Ganze 9 Mal pro Stunde. So bricht man in 24 Stunden Weltrekorde. Es ist halt die Oberschenkelbrenner wie ein Hintauer, weißt du, durch das, dass mit mehr hinter voll, durch das, dass es gefährlicher ist alles zusammen. Davor habe ich ein bisschen einen Tief gehabt, habe mir gemäß ein bisschen durchkneten lassen von den Masseuren. Gott sei Dank haben wir ein super Team dahinter. Im Südtiroler Skigebiet Kronplatz wurde 24 Stunden lang durchgebrettert. Das Ziel, 1 Million Höhenmeter fahren. Schmerz. 16 Südtiroler Skilehrer haben sich seit dem Sommer hart auf den Weltrekordversuch vorbereitet. Unter professioneller Aufsicht, darunter nur eine Frau. Jetzt neigt sich ja dem Ende zu, also sieht man, beißt man nur die Zähne zusammen. Auch für ihn gilt es noch bis 22 Uhr durchzuhalten. Bis dahin haben die Athleten insgesamt 15 Liter Wasser zu sich genommen und sind dieses auch wieder losgeworden. Die Zeit zum Urinieren hatten sie bloß während der Gondelfahrt. Nach genau 24 Stunden ist Matthias Steinmeier 213 Mal und damit am häufigsten die Piste heruntergesaust. Jetzt darf er zum ersten Mal die Skischuhe ausziehen. Und dann haben wir ein Glas Sekt oder ein bisschen Alkohol verdient, weil wir schon 8 Monate nichts mehr getrunken haben. Ein Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde ist den Südtiroler Athleten sicher. Insgesamt haben sie 1.670.999 Höhenmeter zurückgelegt. Tja, und wenn auch Sie schnell mal die eine oder andere Million Höhenmeter zurücklegen wollen, das Wetter am Wochenende wird dafür nahezu perfekt. Es bleibt kalt und winterlich im Alpenraum. Viel Neuschnee kommt am Wochenende zwar nicht dazu, aber in den Bergen liegt noch ausreichend Schnee.